Der vorletzte Spieltag in der deutschen Eishockeyliga mit einem Klassiker Mannheim gegen Köln. Und vor der Partie werden die Olympiahelden geehrt. Nicht mit dabei bei den Kölner Haien und bei der Ehrung Felix Schütz. Der musste passen, liegt mit Grippe im Hotel. Das erste Drittel, die Haie mit Puckverlust im eigenen Drittel. Und Matthias Plachter, einer der Olympiahelden, mit dieser guten Möglichkeit. Aber Gustav Wesslau an diesem Abend sehr gut aufgelegt. Dann hat Mannheim Überzahl. Wieder Plachter, tankt sich da alleine durch. Holt diese Möglichkeit raus, die erneut von Gustav Wesslau im Tor der Kölner Haie vereitelt wird. Stark gemacht von Matthias Plachter. Und dann mal die Haie mit Gogula und der verpasst den Schuss ins leere Tor. Schauen Sie mal hin, nimmt den Puck an, dann links, rechts, links, nochmal rechts und nochmal links. Und dann der Rückhandschuss von Gogula, aber quasi parallel zur Torlinie. Es bleibt beim 0:0, noch gute 6,5 Minuten zu spielen. Mannheim wieder in Überzahl. Mit dieser Chance von Festerling und dann jubeln die Fans, jubeln die Spieler. Devin Setoguchi steht genau richtig. Da kommt der Schuss von Festerling, die Schadens noch dran. Und Setoguchi, der weiß, wo man stehen muss, um diesen Puck einzusetzen. Das 1:0 in Überzahl für die Adler Mannheim, zu diesem Zeitpunkt durchaus verdient. 1:0 für die Adler Mannheim nach den ersten 20 Minuten. Dennoch, Peter Dreiseitel hat bis dahin ein gutes Spiel seiner Mannschaft gesehen. Und dann sieht er diese Chance von Hospelt mit diesem Schuss aus der Distanz. Nicht schlecht, aber eben über das Tor von Dennis Entras. Mannheim dann in Überzahl, 8 Minuten vor dem Ende des zweiten Drittels. Der Neuzugang Patrick Mullen setzt sich durch. Karl und Luke Adam. Auch der hätte doch drin sein können. Hier zuvor nochmal Patrick Mullen in seinem zweiten Spiel für Mannheim mit starker Vorarbeit auf Mathieu Karl und Luke Adam knapp am Tor vorbei. Die nächste gute Chance der Adler. 2 Minuten noch zu spielen. Die Riesenchance für Justin Schack. Kölns beste Möglichkeit im zweiten Drittel. Steht da fast alleine vor Dennis Entras und der Nationalkeeper mit Silber ausgezeichnet bei Olympia pariert. Gleich doppelt, denn auch der Schuss von Potter landet nicht im Netz. Schön zu sehen hier Schack, aber Entras ganz schnell in der Position und Mannheims Gesellschafter Daniel Hopp. Zufrieden mit den ersten 40 Minuten, aber sein Team führt eben nur mit 1:0. Und das kann schnell gehen im Eishockey, das weiß auch Bill Stewart. 10 Minuten noch zu spielen im dritten Durchgang. Luke Adam auf Chad Kolarik und der lässt sich nicht bitten. Denn plötzlich wird vor ihm die Lücke immer größer und größer. Und dann macht ein Torjäger eben das, was ein Torjäger macht. Er zieht ab und er findet das Netz zum 2:0 für die Adler Mannheim. Und das ist der Schlusspunkt in dieser Partie. Ja, auf dem Eis war es auch intensiv. Ich glaube, wir spielen Playoffs jetzt schon seit einer ganzen Weile. Ich glaube, die letzten 10, 12 Spiele geht es bei uns um alles. Wir wollen unbedingt nur die Top 6. Und heute haben wir einen guten Grundstein gelegt. Das müssen wir am Sonntag nochmal nachlegen und dann passt es, glaube ich. Wir haben eigentlich immer eine Chance gehabt, irgendwie mit dem Spiel was zu machen. Wir werden allerdings so langsam aber sicher werden wir in unserer Truppe mal jemanden finden müssen, der mal ein Tor schießt. Tore schießen, Mangelware bei den Kölner Haien. Ein Tor aus den zurückliegenden beiden Spielen. Mannheim gewinnt verdientermaßen mit 2:0 gegen die Kölner Haie.